Ja Leute, heute rüsten wir ein Multifunktionslenkrad nach bei einem BMW E46. Das könnt ihr nachrüsten bei allen Modellen, die ein elektrisches Gaspedal haben oder ein E-Gas haben, bei Fahrzeugen, die ein mechanisches Gas haben. Ist es zwar auch nachrüstbar, allerdings nicht so einfach, da ihr da noch Stellmotoren nachrüsten müsstet. Ja, was müsst ihr vorab noch wissen? Ihr müsst nichts programmieren. Das heißt, jeder Wagen hat eigentlich die Tempomat-Funktion schon drinnen. Die muss nur zum Leben erweckt werden, indem ihr die Einheit einbaut und den Kabelsatz einbaut. Und wir beginnen damit, die Batterie abzuklemmen. Hier ist es wichtig, dass ihr auf keinen Fall den Zündschlüssel jetzt stecken lasst. Und bei Fahrzeugen, wo die Batterie im Kofferraum ist, solltet ihr danach auch nicht den Kofferraumdeckel zuschmeißen. Warum ist es wichtig, dass wir die Batterie abklemmen? Einerseits, wir arbeiten am Airbag. Andererseits, wir müssen auch Stecker von Steuergeräten lösen. Von daher, Minuspol abklemmen, darauf achten, dass er nicht wieder auf den Pol rutschen kann. Und jetzt mindestens 15 Minuten warten, damit das System komplett spannungsfrei ist und somit keine Gefahr mehr vom Airbag ausgeht. Als nächstes müsst ihr das kleine Handschuhfach ausbauen. Das ist festgeschraubt mit 4 Schrauben. Danach entfernt ihr die Zierblende am Lichtschaltzentrum. Diese löst ihr mit einem Clipheber einfach an. Geht manchmal ein bisschen schwierig und dann zieht ihr sie raus. Jetzt muss noch das Lichtschaltzentrum raus. Diese ist mit einer Kreuzschaltschraube festgeschraubt. Und dann zieht ihr dieses einfach so weit wie möglich zu euch heraus. Das Lichtschaltzentrum selber könnt ihr jetzt auch einfach abstecken. Und jetzt entfernt ihr die Isolierung hier noch, da wir an die Kabel ran müssen, die sich darunter befinden. Jetzt muss hier an den Kabeln der zusätzliche Kabelbaum für das Multifunktionslenkrad und den Tempomaten angeschlossen werden. Dafür müsst ihr euch hier aus dem Kabelstrang einmal das violett-gelbe Kabel und das weiß-rot-gelbe Kabel, welche ihr auch auf dem Zusatzkabelstrang habt, raussuchen und diese ungefähr 4 cm hinterm Stecker durchtrennen. Dafür nehmt ihr euch jetzt einen Seitenschneider und knipst die Kabel einfach durch. Diese isoliert ihr jetzt auch mit einer Abisolierzange an allen abgeschnittenen Enden ab. Um jetzt die 9 Stecker hier auf diese Kabel drauf zu machen. Sämtliche Stecker, Kabelbaum und auch die Multifunktionseinheit gibt es in einem Komplettset zu kaufen. Die Stecker schließt ihr jetzt am besten mit einer Crimpzange, wenn ihr habt, an die Kabel an. Ich habe jetzt keine und mache diese Arbeit mit einer Zange. Das geht genauso. Schaut nur, dass die Stecker dann wirklich auch Kontakt haben. Und fest sind, dass sie nicht rausrutschen. Nachdem ihr jetzt auf alle 4 Kabel die Kontakte oder die Inlays von den Steckern drauf gemacht habt, kommen jetzt die Stecker selber drauf. Diese steckt ihr einfach
von hinten rein, bis sie richtig drin sind. Wenn das Inlay richtig eingerastet ist, schiebt ihr dann auch noch diesen blauen Verriegelungsstift vor und somit ist das Ganze eine Einheit. So, nachdem jetzt alle Stecker angeschlossen sind, schließt ihr den Zusatzkabelbaum an diese Stecker an. Hier müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr die richtigen Kabelfarben zueinander bringt. Nachdem ihr jetzt die Stecker angeschlossen habt, beziehungsweise den Zusatzkabelbaum, macht ihr diese dann noch an dem fest, dass die nicht rumklötern während der Fahrt. Auch die Kabelbinder sind bei dem Satz sogar mit dabei. Als nächstes müssen wir jetzt in den Motorraum an den Steuergerätekasten auf der Fahrerseite. Hier schraubt ihr mal die Torx-Schrauben auf. Und macht diesen jetzt dann auch auf. Als nächstes nehmt ihr jetzt von dem großen silbernen Steuergerät alle Stecker ab. Als nächstes müsst ihr jetzt wieder in den Fahrzeuginnenraum und ihr schaut jetzt durch das ausgebaute kleine Handschuhfach rein und seht jetzt hier hinten dieses gelbe runde Plastikteil. Da ist hier hinten eine Öffnung drin, durch die ihr das Kabel jetzt nach vorne in den Steuergerätekasten im Motorraum durchschieben könnt. Ihr schiebt das blaue Kabel jetzt durch die Öffnung rein und somit kommt es dann im Motorsteuergerätekasten im Motorraum an. Das Kabel holt ihr jetzt hoch und legt es euch so, dass ihr es schön frei bewegen könnt. Nachdem ihr das blaue Kabel jetzt durchgelegt habt, könnt ihr hier hinten schon die Stecker am Steuergerät wieder anschließen. Bis auf die beiden letzten. Und diesen hier brauchen wir. Den müssen wir jetzt auseinandernehmen, sprich wir müssen den Stecker in seine Einzelteile zerlegen. Das heißt, ihr müsst jetzt diesen schwarzen Riegel von der Steckeinheit rausmachen. Dafür löst ihr ihn hier an und zieht ihn dann nach hinten raus. Hier muss jetzt das blaue Kabel in den Pin 27 mit eingepinnt werden. Ihr seht jetzt hier die Zahlen auf dem Stecker. Der Riegel war so drinnen. Ganz am Anfang ist die Nummer 21, ganz am Ende ist die Nummer 30. Also haben wir jetzt hier die Nummer 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. In genau diesen Pin muss das blaue Kabel jetzt eingeführt werden. Dafür wird das Kabel jetzt einfach mit der Nase, ihr seht diese Nase hier an dem Stecker, nach außen
in den dafür vorgesehenen Pin eingeschoben werden, zack, bis er einrastet und somit ist das blaue Kabel auch verbaut. Danach schiebt ihr den Riegel wieder zurück in den Stecker, bis dieser wieder richtig eingerastet ist in der Nase. Der Stecker an sich kommt zurück ins Steuergerät und alle Kabel werden wieder angeschlossen. Danach kommt hier auch sofort der Deckel wieder drauf. Als nächstes fahrt ihr jetzt mal das Lenkrad in die unterste Stellung und so weit herausziehen, wie ihr es könnt. Jetzt baut ihr die Lenkradverkleidung ab oder löst sie zumindest an. Dafür sind hier unten Klipse verbaut, die schiebt ihr einfach nur den Stift unten schiebt ihr rein. Davon sind zwei Stück verbaut. Hier oben löst ihr die eine Plastikschraube. Und fahrt dann mit dem Clipheber in die Seite rein. Jetzt löst ihr noch dieses Verstellleder hinten oder dieses Sichtschutzleder von der oberen Verkleidung und damit könnt ihr die Verkleidung dann auch komplett entnehmen. Die untere Verkleidung zieht ihr einfach nur heraus. Als nächstes löst ihr jetzt die Halterungen für diese Kabelführung. Um das Kabel bzw. den Kabelbaum zum Lenkrad hin darin jetzt zu verlegen. Als nächstes löst ihr jetzt unten am Schleifring den grünen Stecker, in welchen jetzt dann die Kabel fürs Multifunktionslenkrad eingepinnt werden. Ihr seht im Stecker eingraviert die Zahl 10, das ist der Pin 10, das heißt hier kommt dann das violett-gelbe Kabel rein, daneben ist Pin 9, da kommt das rot-weiß-gelbe Kabel rein und in den Pin 8 kommt dann das schwarz-blaue Kabel rein. Bevor ihr allerdings die Kabel reinstecken könnt, müsst ihr diesen Stecker noch entriegeln, dafür wieder mit einem kleinen Schraubenzieher reinfahren, um diese Kappe zu heben. Und jetzt können wir die Kabel auch schon reinstecken. Das violett-gelbe kommt wieder mit der Zunge nach außen reingesteckt in die Position 10. Danach das rot-weiß-gelbe Kabel in die Position 9. Und das schwarz-blaue in die Position 8. Danach den Stecker wieder verriegeln und diesen auch zurück wieder reinstecken. Als nächstes muss jetzt der Airbag raus. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, drückt ihr jetzt auf dieses eingeblendete Video. Nachdem ihr den Airbag jetzt ausgebaut habt, müsst ihr die Blende hier oben wegbauen, um diese dann der Multifunktionseinheit weichen zu lassen. Dafür schraubt ihr die Torx-Schrauben, die zwei Torx-Schrauben rechts und links heraus. Unten von hinten vom Lenkrad jeweils zwei Schrauben. Danach könnt ihr beides herausnehmen und müsst jetzt von hier hinten jeweils noch die vier Schrauben von der Lenkradblende lösen. Jetzt kommt in umgekehrter Reihenfolge
die Multifunktionseinheit wieder an die Blende dran geschraubt. So, nachdem ihr jetzt die Blende und die Multifunktionseinheit wieder verbunden habt, kommt jetzt hier hinten das letzte Kabel, das mitgeliefert wird, rein. Danach wird die Einheit wieder aufs Lenkrad gesteckt und montiert. Jetzt wird das Kabel von der Multifunktionseinheit in den Schleifring noch eingesteckt. Danach der Airbag wieder angesteckt. Diesen wieder ins Lenkrad eingesetzt. Zu guter Letzt setzt ihr das Lichtschaltzentrum wieder ein. Schraubt dieses wieder fest, macht auch die Lenksäulenverkleidung wieder dran, tut das kleine Handschuhfach wieder rein, Zierblende drauf und der ganze Einbau hat sich somit erledigt. Nachdem ihr jetzt alles wieder zusammengebaut habt, könnt ihr auch die Batterie wieder anschließen. Und dann können wir noch einen Funktionstest machen, ob wir das Radio lauter und leiser stellen können, ob wir umschalten können. Einwandfrei. Und ob der Tempomat auch angeht. Ja, Leute. Wie ihr seht, ist es eigentlich auch keine große Geschichte und für alle BMW E46 Fahrer, die gerne ein Multifunktionslenkrad hätten und es nicht haben. Wenn ihr jetzt nicht das Sportlenkrad hier habt oder dieses Facelift-Lenkrad, dann könnt ihr auch mal auf eBay schauen, ob es gebrauchte Multifunktionslenkräder gibt, wo möglicherweise dann euer Airbag passt. Das wäre sinnvoll, weil sonst wird es natürlich teurer, wenn ihr euch ein neues Lenkrad mit neuem Airbag noch dazu kaufen müsstet. Dazu kommt noch erschwerend hinzu, dass dann möglicherweise die Anschlusskabel für ein Airbag dann nicht passen und so weiter und so fort. Also das ist mit die einfachste Methode oder ihr kauft euch ein gebrauchtes Lenkrad im gleichen Design eures alten, nur mit Multifunktionseinheit drin. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen hoch. Wer uns jetzt noch nicht kennt, der drückt jetzt hier oben den gelben Abonnier-Button. Links kommt ihr jetzt zu unserem letzten Video. Und zwar, wie man das Armaturenbrett und den Tacho ausbaut bei einem alten Volvo V70. Und rechts kommt ihr zu dem Video, wie ihr genau bei diesem Modell den Airbag ausbaut. Alle Teile findet ihr natürlich wie immer, wenn ihr jetzt hier unten auf die Bremsscheibe drückt. Und wer uns auf sämtlichen Social Media Plattformen folgen möchte, drückt hier unten auf die Symbole. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.